Der frühe Adler fängt den Wurm, das war das Motto des zweiten Wettkampftages der Skispringer. Denn das Springen fand wegen starkem Regens 4 Stunden früher als geplant statt. Ja, wir haben uns ja heute Morgen kurz zusammengesetzt, dass wir den Wettkampf von heute Mittag vorziehen, wetterbedingt. Haben sie ein bisschen mit Brezelsalz gearbeitet, dass die Feuchtigkeit aus dem Schnee gezogen wird, und war tadellos. Ging super zum Springen. Ja. Und somit hieß es für den DSV-Nachwuchs, raus aus den Federn und schnell rauf auf die Füssener Schanze, um dem Wetterfrosch die Stirn und den Zaungästen eine tolle Show zu bieten. Schließlich wollte man den König der Lüfte küren. Dass es am Ende tatsächlich eine Königin wurde, beeindruckte alle Anwesenden und natürlich auch den Bundestrainer. Wenn man dann sieht, dass auch ein Mädchen mit der Nathalie da eigentlich die Jungs herputzt, sagt man in Bayern. Und das freut mich natürlich umso mehr, weil unser System und auch die Idee, Mädchen und Jungs in einem gleichen Wettkampf starten zu lassen, auch hier aufgeht. Also ich bin äußerst zufrieden. Schon in Durchgang 1 konnten Nathalie Armbruster, Lars Morlock und Johann Unger durch weite Flüge überzeugen und gingen als die 3 Bestplatzierten in den finalen Durchgang, bei dem Johann Unger mit 21,5 Metern den weitesten Sprung des Tages landen konnte. Also ich habe nicht damit gerechnet. Ich eigentlich auch nicht, aber ich hatte es schon sozusagen, ich wollte es schaffen und dann habe ich es geschafft. Der zweite Durchgang wurde dann der erhoffte nordische Krimi, den Nathalie Armbruster dank eines blitzsauberen Telemarks für sich entschied. Ja, also als ich gelandet bin, da war es dann ein richtig tolles Gefühl, dass ich gemerkt habe, als es gereicht hat. Ihr Teamkollege Lars Morlock belegte mit 2 soliden Sprüngen Platz 2. Damit ist das Regionalteam Schwaben der klare Gewinner dieses Wettbewerbs. Den Trainer überrascht es nicht. Gut, mit anderen Bundesländern kann ich nicht so vergleichen. Auf jeden Fall merkt man schon, dass sie auf Zack sind. Ja. Kommen beide aus dem SV Bayerspon. Da wird, glaube ich, extrem gute Nachwuchsarbeit geleistet. Und ja, da merkt man einfach, die genau wissen, wie sie ihren Körper auch anzusteuern zu haben müssen. Und ja, da sind schon gute Voraussetzungen vorhanden. Es war ein spannender und packender Wettkampf, bei dem die Jungadler und Veranstalter dem Wetter trotzen konnten und nun verdientermaßen den Weg ins warme Nest antreten.